Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heuchelaar und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar gibt's heute wieder ein kleines Vision-Kisten-Opening. Ich bin wieder ein paar Kisten-Runs gelaufen und ja, ich würde sagen, wir gucken gleich mal in das erste rein. Hier müsste ein für 70er-Item drin sein. Ich habe jetzt auch meinen ersten OG-AFK-Boost gemacht mit Hindernissen, aber es hat dann doch noch geklappt am Ende. Und ich hoffe, ich kriege jetzt ein richtig, richtig krasses Item raus, das mir sagt, dass die Nerven waren es wert, die ich hier verloren habe. Und was ist das krasse Item? Ja, Tentakel. Gut, ich wollte mir ein Tentakel-Gear bauen für PvP, ne? Aber ich hätte jetzt lieber ein Echoing Void oder eine Zwielichtsverwüstung gehabt. Gut, okay. Ist jetzt nicht unbedingt das, was ich haben wollte, aber vielleicht kann ich. Das kann ich eventuell noch irgendwo mal brauchen, ne? Wie gesagt, vielleicht für ein PvP-Gear oder so. Mal schauen. Und es hat noch Lebensraub drauf. Das könnte vielleicht in der einen oder anderen Situation nicht so schlecht sein. Gut, dann schauen wir gleich mal in die nächste noch rein. So, nächsten Run erfolgreich durchgeboostet. Wir haben wieder ein paar Kisten. Und ich hoffe doch, dass ein gutes Item drin ist. Der Kunde war zumindest zufrieden. Er hat ein Item mit Sockel gekriegt und für ihn gute Stats, ne? Und ja, vielleicht kriege ich ja auch ein Item mit Sockel. Und zusätzlich noch krasse Sachen drauf. Ach, Blizzard, Lifesteal. Nee, komm, da reg ich mich jetzt gar nicht drüber auf. Das ist einfach unnötig. Das ist einfach unnötig. Das ist einfach nur richtig unnötig. Komm, nee, ich reg mich nicht auf. Nächste Kiste fertig. Aus. So, wir haben den nächsten Run durch. Wieder ein bisschen Gold eingeheimst. Und ich hoffe, diesmal ein sinniges Item drin. Was haben wir denn hier? Einen Haufen Abzeichen, die sind jetzt nicht so interessant, aber das hier ist interessant. Zwar Zwielichtsverwüstung, aber halt Zwielichtsverwüstung auf einem loweren Item drauf, ne? 460, ich habe ja letztens einen 475er rausgezogen mit Sockel. Also, ah ne, ich glaube, den Sockel hab ich drauf gemacht, ne? Aber, ja, dann kriege ich meine Zwielichtsverwüstung, aber dann habe ich halt auf dem gleichen Eisen schon. Wenn da jetzt ein dreifaches Zwielichtsverwüstung drauf gewesen wäre, hypothetisch gesprochen, dann ja, wäre das besser gewesen tatsächlich, auch obwohl es 15 Item Level niedriger ist. Aber da es das nicht ist, ist es halt wieder Crap. Schade. Mal gucken, ob ich die Woche noch einen finde für einen Run, aber ich bin zuversichtlich. So, dann Leute, nächsten Run haben wir fertig. Ich habe wieder ein bisschen Gold verdient und hoffentlich auch ein tolles Item. Machen wir mal die Kisten hier auf, was da so Tolles drin ist. Ich habe so die Befürchtung, ich kriege wieder irgendeinen Mist raus. Oh, und Pet haben wir schon mal drin und Handgelenke. Was sind das für Handgelenke? Blizzard, sag mir, was ist da drin? Ah, fuck, Mastery aus redlichen Quellen. Du-du-du-dum. Das war mal wieder nix. Das war jetzt, glaube ich, der vierte Run die Woche. Heißt, wir haben das Pensum einmal abgearbeitet. Eine Million habe ich jetzt schon verdient mit Visions. Läuft. Und ja, damit verabschiede mich an der Stelle. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so rausbekommen habt. Ob ihr irgendwas Cooles bekommen habt. Schreibt das gerne rein. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.